Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Zugrennen in Transport Viva 2. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir machen heute ein kleines S-Bahn-Rennen, einen kleinen Vergleich mit diesen vier Baureihen, die ich hier aufgestellt habe. Wir haben hier vorne einmal die Baureihe 420, dann haben wir die Baureihe 422, die Baureihe 425 und den Talent 3, die Hamsterbacke. Und da bin ich sehr gespannt, wer heute das Rennen machen wird. Ich würde euch bitten, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, welche dieser vier Baureihen ihr am liebsten mögt. Was euer Lieblingszug aus diesen vier hier ist, würde mich sehr interessieren. Und dann schauen wir mal uns die Daten dieser vier Fahrzeuge an. Wir haben hier als allererstes die Baureihe 420. Mit 120 km/h Topspeed, wiegt 135 Tonnen, 67 Meter lang, 2400 Kilowatt an Leistung und 440 kN an Zugkraft. Das ist schon eine ganze Menge für so einen kurzen Triebzug hier. Werden wir mal sehen, wie sich das Ganze dann darstellt. Dann haben wir die Baureihe 422, schafft 140 km/h an der Spitze, wiegt 105 Tonnen, also 30 Tonnen weniger als die 420er. 70 Meter lang, 2350 Kilowatt Leistung und hat 145 Kilonewton an Zugkraft nur. Was natürlich nicht gerade viel ist, aber dafür wiegt sie auch einiges weniger. Dann haben wir die Baureihe 425, schafft 140 km/h an der Spitze, 114 Tonnen Gewicht, 68 Meter lang, ebenfalls 2350 Kilowatt an Leistung und hat 200 kN an Zugkraft. Und last but not least der Talent 3. 160 km/h an der Spitze, 122 Tonnen, 72 Meter lang, 2020 Kilowatt Leistung, also die wenigste Leistung von allen Zügen, die wir hier haben, aber dafür 320 kN an Zugkraft. Bin sehr gespannt, wer das Rennen macht, ob die 160 km/h des Talent 3 ihm dann am Ende den Vorteil bringen. Ich zeige noch mal kurz die Strecke. Ist ja eigentlich bekannt, aber es gibt natürlich immer wieder neue Zuschauer. Deswegen einmal noch mal der kleine Überflug. Wir fahren hier vorne in die Linkskurve. Dann haben wir hier vorne den ersten Haltepunkt. Hier werden keine Passagiere geladen. Das hat einfach den Grund, wenn am einen Bahnsteig keiner wartet oder nur fünf oder drei oder wie auch immer, weniger als an den anderen. Ne, an einem Bahnsteig drei, an dem anderen acht, an dem anderen 50 und an dem anderen sogar 80 Passagiere. Das würde leider dazu führen, dass das Ganze nicht ganz fair wäre. Dann fahren wir hier weiter. Die rechten Gleise kreuzen dann die linken. Das heißt, wir wechseln hier einmal die Seiten. Dann fahren wir hier in den zweiten Haltepunkt. Auch hier werden wieder keine Passagiere geladen. Dann geht das Ganze retour. Und dann fahren wir in die Rechtskurve auf die Zielgerade. Und hier hinten kommen wir dann ins Ziel. Und dann legen wir los und schauen mal, welche dieser vier S-Bahnen das Rennen macht. Es gibt natürlich noch mehr S-Bahnen in Transport Viva 2, aber wir haben hier nur vier Plätze. Und ihr könnt mir gerne auch schreiben, welche Baureihen, welche S-Bahnen ihr gegeneinander noch mal gerne sehen wollen würdet. Schreibt mir einfach vier Stück rein und dann schaue ich mal, was ich da machen kann. Wir steigen hier mal in die Baureihe 422. Und starten das Ganze. Ich wünsche euch viel Spaß. Möge der Bessere gewinnen. Auf geht's. Ja, wie zu erwarten war natürlich die 420er mit dem besten Start, weil sie einfach die größte Zugkraft hat. Aber obwohl sie am meisten wiegt, kann sie sich hier an die Spitze setzen. Aber jetzt kommen... Wow, das ist aber krass. Der Talent 3 fällt hier auf den letzten Platz zurück. Das ist natürlich krass. Hat echt viel Zugkraft. Mit 320, aber die beiden Baureihen hier, die am leichtesten sind, gerade die 422er, die hat ja nur ihre 105 Tonnen, setzt sich hier an die Spitze, hat jetzt schon den Topspeed erreicht und der Talent 3 wirklich auf dem letzten Platz? Das ist ja eine Riesenüberraschung. Zumindest für mich. Ich bin mal gespannt, was er noch machen kann. Ich habe noch vergessen, wir haben hier die vierteilige Variante. Holt sich jetzt den dritten Platz. Zieht an der 420er vorbei, aber jetzt wird auch schon für den ersten Haltepunkt gebremst. Die 420er mit ihren 120 km/h natürlich da ein bisschen im Nachteil. Aber wir kommen jetzt hier in den ersten Haltepunkt. Und
Mal schauen, wer hier die kürzeste Standzeit hat. Da gehen die Türen auf und auch schon wieder zu. Und da ist der Talent 3 natürlich im Vorteil, da er viel weniger Türen hat. Hört sich jetzt blöd an, aber das ist, glaube ich, in Transport Viva 2 wirklich so. Kann sich jetzt hier an die Spitze setzen, aber die 422er holt sich hier die Spitzenposition zurück. Und auch die 425er, die es übrigens auch in der 160 km/h Variante gibt. Ich habe jetzt hier die 140er genommen. Ihr geht jetzt hier erstmal nochmal vorbei, aber die 422er schon mit ordentlichem Abstand. Auch die Baureihe 420, na, wenn wir hier mal gucken, ist jetzt zwar noch auf Platz Nummer 2, aber wird jetzt natürlich von beiden hier überholt. Da sie ja limitiert ist auf ihre 120. Aber trotzdem natürlich bis heute im Einsatz. Die 420er leistet immer noch tapfer ihren Dienst. Wow, aber es scheint mir fast so, als würde die Baureihe 422 hier wirklich gute Chancen haben, das Rennen zu machen. Sie muss jetzt zwar auch noch über die Überwerfung. Ja, aber gut, der Talent 3 hat natürlich jetzt die kürzere Standzeit wegen der Türanimation. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Das ist so in den Mods natürlich hinterlegt. Muss mal drauf achten. Die 422er kommt jetzt hier an. Macht jetzt ihre Türen auf. Und der Talent 3... macht jetzt seine Türen auf und guck mal, wie schnell die wieder zugehen. Zack, da gehen die schon wieder zu. Also der hat hier definitiv den Vorteil der kürzeren Standzeit. Und ich glaube fast, dass er sich jetzt an die Spitze setzen kann. Er hat ja nochmal 20 km/h mehr als die Baureihe 422. Und jetzt ist die 425 auf dem letzten Platz. Also es geht hier hin und her. Am Anfang der Talent 3 auf dem letzten Platz. Und die 420er teilweise auch. Und jetzt ist es die 425er. Hat aber jetzt hier den Vorteil, ne? Kann jetzt hier auch einfach gerade durch Gas geben. Und wird jetzt hier, geht jetzt hier schon vorbei an der 420er. Ja, und der Talent 3 setzt sich jetzt an die Spitze und wird hier das Rennen machen. Hat jetzt auch noch den Vorteil der inneren Bahn. Hatte ja am Anfang den Nachteil, dass er die äußere Bahn hatte. Ja, und dann wird er sich hier den Sieg holen. Aber nur, würde ich jetzt behaupten, aufgrund der kürzeren Standzeit. Und so gehen wir dann ins Ziel. Die beiden geben sich hier nicht mehr viel. Die 120er kann auch nicht mehr aufholen. Und damit wird der Talent 3 hier das Rennen machen. Vor der Baureihe 422, der 425 und der 420. Spannend, spannend. Da kommt der Zieleinlauf. Gehen wir mal raus und gucken uns das Ganze mal an. Herzlichen Glückwunsch an den Talent 3. Platz 2 holt sich die Baureihe 422 vor der Baureihe 425 und last but not least die 420er. Die 420er bekommt aber auf jeden Fall den Preis für den schönsten Sound. Wunderbar, schön. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal rein, was für S-Bahn-Baureihen ihr noch gegeneinander fahren sehen wollt. 4 Stück sollten es auf jeden Fall sein, damit wir die Gleise auch füllen. Und dann hoffe ich, dass dieses kleine Rennen euch mal wieder gefallen hat. Und generell könnt ihr natürlich immer mal gerne reinschreiben, was für Fahrzeuge ihr gegeneinander fahren lassen wollen würdet. Das war wieder ein schöner deutscher Satz, den es glaube ich auch nur im Deutschen so gibt. Fahren lassen wollen würdet. Super, ich liebe die deutsche Sprache. Ja, aber natürlich jetzt ICE 1 gegen Ludmilla oder so, das ist natürlich, ja, sollte schon realistisch bleiben und natürlich auch ein wenig spannend, dass wir da nicht schon vorher wissen, wer mit einem Kilometer Vorsprung ins Ziel kommt. Ja, ich bin gespannt, was da für Vorschläge von euch kommen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.